Wenn, angenommen, das ist jetzt irgendein Mensch, sagen wir mal ein Mann, und der Squish. Oh nein, da ist noch ein Creeper. Wow, knapp. Nein, jetzt ist da noch ein Creeper. Der explodiert. Okay. Voll von hinten. Bedium, genau. Also ein Mensch, der hat das pure Glück, der muss nie wieder für sein Leben sorgen, denn... Wo bin ich denn jetzt? Aha. Und wenn das so ist, dann gehe ich hier einfach zurück und mache hier dicht. Okay. Halt, warte, ich sollte vielleicht den Gang von dieser Seite hier auch dicht machen. Dann mache ich hier eine Decke rein. Okay, also. Ich habe hier noch eine Fackel. Ein Mensch, der muss lieber für sein Leben sorgen, weil der hat das pure Glück einfach. Der hat, was weiß ich, eine Wertung von 10.000 und eine andere hat vielleicht eine Wertung von minus 10.000. Dem müssen. Die müssen mit 3 Jahren bereits eine Hand abgenommen werden, mit 5 verliert er einen Fuß oder was weiß ich. Dann mit 7 stirbt seine komplette Verwandtschaft bei einem Familienurlaub, wo sie in einem Flugzeug wegfahren, bloß er kann nicht. Vielleicht bleibt er mit der Mutter zurück oder mit dem Vater, weil er krank ist. Und dann hat er halt. Ist er vollkommen traurig. 3 Jahre später wird dann sein Vater bei einem Überfall erschossen, was weiß ich. Und der andere, der hat auf das Leben und lebt glücklich bis an sein Lebensende, muss nicht arbeiten, kann machen, was er will, denn in jedem Laden, in den er geht, da kriegt er alles geschenkt. Also das jetzt mal als krasses Beispiel. Und dann gibt es wieder einen, der geht ganz normal, also ein Mensch, der geht ganz normal arbeiten, verdient sein Geld, dem passiert nie was Schlimmes, aber auch nie was Gutes. Der hat halt eine Wertung 0. Das ist ein bisschen dunkel hier. Okay. Das ist ein Tintenfisch. Okay, wir sind jetzt hier soweit fertig. Dann kommt hier jetzt ein riesiges Tor rein, wofür wir nicht mehr genügend Steine haben. Wir müssen das erstmal wieder Steine farmen hier drin. Und das ist halt meine Theorie von Yin und Yang, denn als Summe. Jeder Mensch an sich auf der Welt oder auch jedes Tier und so weiter, das hat dann wieder die Wertung des Planeten und die Wertung aller Planeten im Sonnensystem, wir geben die Wertung des Sonnensystems und aufs Universum gesehen, ist alles im Gleichgewicht, hat alles eine Summe von 0. Das ist meine Theorie, die ich habe. Und da meinte Rikulat auch, ja, das sollte ich doch mal im Buch drüber schreiben, weil das hört sich übelst tiefsinnig an und so weiter und naja. Habe ich wirklich selbst entwickelt.
Habe ich vorher noch nie irgendwas anderes Derartiges gehört. Ich habe einfach nur den Begriff Balance hergenommen und daraus was gemacht. So, jetzt so glaube ich, reicht es aber auch für heute mit Theorien und so weiter. Okay, hier mache ich jetzt zu. So. Ah, hier. Dachte gerade, wo hängen nicht denn? So. Ja, toll, ich muss noch ein bisschen höher. Ich hoffe, es reicht auch. Wenn ich da jetzt dann gleich runterspringe, bin ich tot. So. Es reicht, wenn ich auch hier so mache. Okay, 40 habe ich zum Glück noch. Break. So. Job. Break. Oh! Mist. Das war fail. Egal. Job. So, bleibt das eben da oben. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, ich hole mir jetzt mal die Kurbel oder gehe ich da oben weiter? Ich glaube, ich gehe da oben weiter. Hello. Hello. Ich mache jetzt mal einen Weg nach oben. Zack. Boing. Ist hier noch irgendwo einer? Keine Ahnung. Okay. Machen wir uns hier mal einen Weg rüber. Wow. Okay, hier ist tatsächlich. Ja, Sackgasse. Ich bin jetzt auch tatsächlich etwas K.O. von dem ganzen Nachdenken und Reden über solche Sachen, dass ich tatsächlich müde bin. Also müder als sonst. Okay, hier machen wir zu und holen uns die Kohle. Bin hier mal. Nee, das sage ich noch nicht. Was könnte ich denn sonst noch sagen? Ich würde eigentlich gerne mal eine Pause machen, so einfach mal eine Minute, Schweigeminute oder so, aber das Lied ist nicht episch genug dafür oder nicht schön genug. Es ist eindeutig ein schönes Lied, aber nicht schön genug. Okay, da mache ich jetzt zu. Break. Ist jetzt dort oben. Auf der anderen Seite ein Creeper explodiert oder was? Ne, hier ist er explodiert. Wie das denn? Wahrscheinlich so. Blöder Creeper. Das kann ich hier natürlich wieder zumachen. Chop. Break. Okay. Da wollte ich schauen. Da ist zu. Gut. Dann kommt hier eine Fackel hin. Und ich hole hier dieses Eisen. Toll. Nein! Nicht jetzt. Okay, ich will ein bisschen was essen. Aber die bösen Monster hier lassen mir keine Ruhe.
So, ich muss mir auch eine neue Spitzhacke craften. So, Spitzhacke. Und das nehme ich wieder mit. So, wir hätten noch genügend Zeit. Ich hole mir jetzt mal... Die Kohle hier würde ich mir gerne holen, aber nein, das lasse ich noch. Doch, ich gehe jetzt hier weiter. Hier hole ich mir mal das Eisen. Hello, come out. Break, break, break. Hello. Da ist ein Creeper. Da ist eine kleine Höhle mit ein paar Gegnern drin. Das ist wirklich nur eine kleine Höhle. Finde ich irgendwie lustig. Haben sich hier einfach ein paar Kinder versammelt. Und ich grab die Höhle dann auch noch auf. Irgendwo hier sind jetzt noch mehr von denen. Okay. Hier oben noch. Jetzt muss ich hier natürlich wieder irgendwie raus. Pudding, schießt hier jemand auf mich? Ah nee, das war der Pfeil. So, hier noch eine Fackel, da kommt die Fledermaus geflogen. Hier habe ich zugemacht. Da geht's gar nicht weiter. Okay. Haben wir jetzt die Kohle? Dann geht's ja nur hier weiter. Jump. 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 Okay. Gehe ich jetzt mal hier weiter? Ich glaube, ich habe den Element angesehen, oder? Töten wir ihn einfach und fertig. Da ist auch noch eine kleine Höhle. Okay, aber jetzt erstmal das Lapislazuli holen. So, das waren jetzt 12 Stück. Nicht schlecht. Okay. Wo. Da kommt ein Creeper. Fast die Fledermaus erwischt. Okay, da kommen ein paar Zombies. Wo bleibt ihr denn? Wollt ihr nicht mehr? Da ist er. Okay, ich bin jetzt hier jetzt im Kreis. Na, dann mache ich doch den Weg hier zu. Hey, das ist Kohle, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Da ist sogar Eisen. Okay, erstmal die Kohle hier fertig holen. Und jetzt die hier. Und das Eisen. Was haltet ihr eigentlich von den Theorien und Wissenschaftsgedöns, was ich jetzt alles erzählt habe? Hat's euch, fandet ihr das interessant? So, kann ich euch öfters mal sowas erzählen? Oder fandet ihr das voll langweilig und ich soll sowas eher nicht mehr erzählen? Und falls ich sowas öfters erzählen soll, dann schreibt bitte auch, was ich sagen soll. Jetzt habe ich aus Versehen die Fledermaus getötet, weil sie mir in den Schlag rein ist. Denn... Ja, es ist doch schwierig, immer wieder Themen zu finden.
Jump. Jump. Okay. Bin ich jetzt einmal im Kreis gerannt? Tatsache. Na dann. Break, 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 break. Zu. Machen wir dafür hier wieder eine Fackel. Und gehen erstmal hier rechts lang, da es hier ja nichts mehr gibt. Also keinen weiteren Weg mehr gibt. Vielleicht noch Fackeln. Zwei Fledermäuse haben wir hier eingesperrt, dann gehen sie uns wenigstens nicht mehr im Weg um. Okay, sperren wir sie hier gleich ganz ein. Break, 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 break. Okay, so geht's auch. So. Jetzt gibt es hier nur noch diesen einen Weg. Ja, okay, und hier halt. Nein, hier gibt's ja jetzt auch nicht mehr weiter. Es gibt nur noch diesen einen Weg. Okay, wo geht's jetzt weiter? Da geht's nach oben oder hier? Versuchen wir unser Glück mal oben. Okay, ich will erstmal da weiter. Das ist wieder so ein Lied, wo ich sagen könnte, da könnte ich mal ein bisschen ruhig sein. Oh. Weil es ist schon, das ist einfach nur wunderschön. Okay. Unser Glück oben haben wir versucht und wir können hier zumachen. Break, 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 break. So. Die mache ich auch mal zu. Break, break, break. Dass wir da nicht runterfallen. Haben wir überhaupt noch Stein? Nein. Wie viele Steine sind wir hier reingekommen? Mit 12 oder so? Ne, mit 4 und jetzt haben wir nur 7. Viel mehr hätten wir also nicht bekommen. Irgendwo hier ist Wasser. Ich hätte da und Worte, 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 Worte. Stein. Und hier ist auch eine Sackgasse. Worte, 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 Worte. Der Worte ist nicht hier. Ich glaube, das nächste Mal hole ich mir wieder ein paar Kommentare. Schreibt doch bitte fleißig Kommentare, denn dann kann ich auch fleißig nicht vorlesen. Jetzt flippen sie ganz was mit dem Wasser. Ach, hier haben wir ja noch das Geld. Hätte ich fast vergessen. Ich glaube, das ist sogar unser erstes Gold überhaupt, oder? Ich glaube schon. Okay, zu.